Kannst du es lassen? Wir haben wirklich so unterschiedliche Haarfarben. Komplett. I can buy myself flowers. Das ist doch nicht mehr ganz richtig. Das eine ist sehr, sehr teuer. Das ist aber auch das schönste Hotel, was ich auf Zakynthos gesehen habe. Das ist mein absolutes Favorite Piece. Und ich bin sehr happy mit den Sachen. Was ist das für ein Confidence Boost? Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Können wir kurz mal darüber reden, dass mein Auge einfach... Seht ihr das? Ist einfach richtig angeschwollen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe mir gerade spontan überlegt, dass ich mit einem neuen Vlog anfange. Heute ist Montag und ich muss ein paar Dinge erledigen. Aber ich treffe mich jetzt erstmal mit einer Freundin in der Stadt. Und wir gehen was fooden, spazieren. Und danach muss ich ein paar Stories drehen. Ich habe mich jetzt schon umgezogen, aber ich weiß nicht, ob mir meine Lederjacke reicht. Tasche ist gepackt. Ich wollte vielleicht auch noch mal kurz zu Zara rein. Und wollte da mal gucken, ob die was Cooles haben, weil ich brauche neue Hosen. Vor allem wollte ich mal wieder eine richtig gute Jeans mir holen. Nala, das Geschirr anzuziehen, ist manchmal so eine Prozedur. Nein. Super. Ich habe letztes Mal vergessen, mein Licht auszumachen. Und zwar tagsüber. Ich wusste nicht mal, warum ich es anhatte. Hauptsache, ich bin gerade noch mal eine Runde mit Nala laufen gegangen. Und es schüttet. Und ich hätte meine Haare überhaupt nicht machen müssen, weil gleich wird alles wieder glatt sein. Oder so frizzy. Scheiße, das sieht gut aus. Nein, warte, wir müssen mal drehen. Hey, aber was ist Red Velvet Cake? Irgendwas mit Zucker, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Guten Morgen, Leute. Heute ist schon ein Tag später, beziehungsweise zwei Tage schon später. Ich habe gestern nicht gefilmt, weil ich den ganzen Tag unterwegs war und ich war auch so Sachen machen wie TÜV. Ich war bei meinen Eltern, wir waren super lange spazieren und ich wusste, to be honest, nicht, was ich wirklich filmen soll. Deswegen filme ich jetzt erst weiter. Wir haben jetzt fast 8:30. Ich bin nämlich jetzt mit Hannah verabredet. Und wir gehen zum Friseur. Nicht wegen mir, aber ich habe gestern um 1 Uhr nachts spontan beschlossen, dass ich einmal mitgehe. Weil sie war so, ich habe ganz spontan einen Termin bekommen. Ich war so, geil. Und dann war ich so, Hannah, ich komme mit. Und deswegen mache ich mich jetzt mal fertig. Das Problem ist, meine Augen drehen die ganze Zeit und meine Nase läuft. Und ich bin so, was ist... los. Ich habe das Gefühl, ich habe mich gestern ein bisschen erkältet. Ich habe ein bisschen gefroren. Weil dadurch wird man ja eigentlich nicht krank. Anyways, wir machen uns jetzt erstmal fertig. Morgens bin ich low-key ein Morgenmuffel. Deswegen, falls ihr denkt, where's the good mood? She's not awake. Bin gut drauf, aber meine gute Laune ist noch am Schlafen. So, ich habe mich jetzt mal auf Camera fertig gemacht, weil ich den Akku brauche. Ich muss ehrlich sagen, heute bin ich so platt. Also ich bekomme jetzt auch meine Tage in 2-3 Tagen. In 2, 3, 4, 5 Tagen. Und ich merke richtig, wie mein Körper jetzt schon anfängt, so schwacher zu werden. Das ist bei mir voll oft so. Was ich liebe, dass die Sonne rauskommt. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und vielleicht gehe ich auch mit Hannah noch was fooden. Weil wir sind ja erstmal beim Friseur um 10:30. Deswegen habe ich große Hoffnung, dass wir auch noch was frühstücken gehen oder so. Auf jeden Fall, ich suche mir jetzt auf jeden Fall mal ein Outfit raus. Ich weiß gar nicht, wie warm es tatsächlich ist. Ich sage euch ehrlich, ich war noch nicht mit Nala draußen. Die schläft nämlich noch tief und fest in ihrem Körbchen. Ich finde es sehr erstaunlich, dass sie einfach immer so weiter pennt, wenn ich wach bin und sie ist so. Oh, es sind nur 5 Grad. Das finde ich sehr gut. Gönne ich mir meinen cozy Pulli. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. Bin ich die Einzige, die einfach so random Sing-Sessions hat alleine? Wir sind ready to go. Es ist jetzt kurz vor 10. Ich dachte gerade, hier wäre ein Postbote. Was ziehe ich denn an für Schuhe? Geht's jetzt los? Geht's jetzt los? Oh, ich habe irgendwie Durst. Ja, und dann dachte ich mir so, alles klar. Und also, ja, ich war halt nie dabei. So, ich. Ja, Troller. Autofahren in Frankfurt. Ja, die. Ach, anstrengend. Fräulein. Leute. Hanna wird verändert. Was denkt ihr, kurz und schwarz? Ey, das Licht hier ist so gut. Das braucht man zum Schminken. Jetzt habe ich auch Bock, meine Haare zu verändern. Vor allem sehen meine heute richtig scheiße aus. Ich wüsste aber nicht was. Ich wüsste auch nicht, ob mir das so steht, so heller werden. Erste. Das ist das Vorher. Hannah, look at me. Wir haben ein bisschen auch über meine Haare gesprochen und mir wurde tatsächlich abgeraten, was krass zu verändern. Vielleicht Face Framing auch mal so schneiden, weil die halt auch einfach lost sind, meine Haare.
untenrum, unrum sind meine Haare los. Hannah, the working bitch. So hübsch. Ich Leute, gönnt euch mal, wie krass diese Haarfarbe. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Oh mein Gott. Es sieht so krass aus, darf ich mal anfassen. Oh mein Gott, ich bin so eifersüchtig. Genau. Weil du hast halt dieses Kühle auch noch, weil du halt auch dunkel bist. Ja. Aber das wäre ja bei dir zum Beispiel nicht so, du hast ja auch einen ganz anderen Unterton. Sie hat ja auch gesagt, sie passt das so auf meine Haarfarbe an. Oh, sieht so gut aus. Wow, richtig schön. Ja, ne? Die auch mega schön. Ja. Hast du auch schon mal die Farbe gemacht? Ey, wir haben wirklich so unterschiedliche Haarfarben. Komplett. Jetzt bist du halt auch noch viel kühler als ich. Nicht mal dann. Nee, das steht mir gar nicht. Nein, aber bei dir wäre es ja ein anderes. Es wäre dann halt nur die vorderen Strähnen ein bisschen heller, aber ein anderes. Bei mir ist es kühl und bei dir wäre es ein. Ey, das sieht so geil aus, Mann. Es sieht so krass aus. Und die Länge finde ich mittlerweile halt auch ganz cool. Was ist das für ein Confidence Boost? Guten Morgen, Leute. Es ist obviously der nächste Tag und ich wollte gestern noch so viel filmen, Leute. Aber ich bin jetzt wieder ganz ehrlich zu euch. Ich habe es null gefühlt. Ich hatte so krasse Mood Swings. Ich hatte so krasse Mood Swings und ich war so. Ich hatte so einen Druck zu filmen, auch auf Insta. Ich war so an so. Was ist los? Pille angeschaut und dann ist mir aufgefallen, das ist die letzte Pille, bevor ich meine Tage bekomme. Ich war so, that makes sense. Also es ist nichts passiert, aber ich war wirklich so, ich habe auch, wie ihr sehen könnt, ich habe nicht so gut geschlafen. Meine Augen sind in der letzten Zeit so geschwollen die ganze Zeit. Aber ich versuche einfach den Druck rauszunehmen und deswegen habe ich nicht gefilmt. Aber ich bin gerade dabei, immer noch mit Hannah unseren Urlaub zu planen. Wir haben es immer noch nicht geschafft, ein Hotel zu finden, was uns beiden wirklich zusagt. Es gibt sehr viele Kriterien, nach denen wir gehen. Ich habe ja schon gesagt, wo wir eigentlich hinwollen. Weil ich habe in dem einen Vlog gesagt, ich zeige es euch erst, wenn wir da sind. Aber wir haben ja in einem Mukbang oder so schon darüber gesprochen. Wir wollen nach Zakynthos und da gibt es nicht so viele Hotels. Also da gibt es zwei Hotels, die mir sau gut gefallen. Sau gut. Aber die sind sauteuer. Das eine ist sehr, sehr teuer. Das ist aber auch das schönste Hotel, was ich auf Zakynthos gesehen habe. Ich habe jetzt aber noch eins gefunden. Ah, das ist auch teuer. What should I say? Ansonsten wollte ich jetzt ein paar Sachen ausprobieren für eine Kooperation. Ich habe nämlich ein paar Sachen zugeschickt bekommen. Und ich wollte die mal ein bisschen durchstöbern. Und ich nehme euch jetzt einfach mit. Es ist keine Kooperation hier auf YouTube. Also ich muss euch das jetzt nicht zeigen, nur damit jeder Bescheid weiß. Ich habe nämlich ein paar Goodies von Wellness Body bekommen und ich benutze die schon super lange, die Sachen. Und die haben sehr coole neue Produkte rausgebracht. Also wir haben zum Beispiel einmal Glow Drops mit Niacinamid. Standard Fake Tan, as always. Was haben wir hier noch? Ah nein, die Sachen habe ich ja schon. Die benutze ich auch schon. Die Sachen habe ich alle schon ausprobiert. Von denen habe ich schon richtig oft welche zu Hause gehabt. Das finde ich auch sehr nice. Leave-In Smoothing Cream, Heat Protection und Frizz Control. Immer wichtig und richtig, tauscht eure Fake Tan Pads aus oder wascht die wirklich gut durch. Ich tue die auch manchmal in die Waschmaschine. Es ist sau wichtig, weil bei mir war das super oft so, dass gerade bei diesen Handschuhen, wenn ihr die auswascht, dass es dann so grünlich rauskommt. Und das ist dann schon, wenn sich dieser komische Wirkstoff sich entwickelt hat. Und das ist nicht gut, wenn das wieder auf eure Haut tut, weil da halt super viel Sauerstoff dran gekommen ist. Deswegen immer durchwaschen, am besten eigentlich nach jeder Anwendung und trocknen lassen. Und dann seid ihr safe and sound und ready to tan. Ich muss hier auf jeden Fall ein bisschen aufräumen. Es ist sehr viel angekommen. Und heute Abend kommt meine Mama zu mir und macht mit mir meine Vorhänge, weil die nicht ganz gut drangebracht wurden. Und so richtig stocken und ich kann meine Vorhänge nicht richtig auf und zu drehen und das ist nicht Sinn der Sache. Auf und zu ziehen, nicht drehen. So, ich habe mich jetzt mal fertig gemacht, damit ich heute ein bisschen presentable bin. Ich habe mir sehr viel Trockenshampoo in die Haare geklatscht, weil die schon sehr fertig sind. Nala, nein. Bei mir kamen zwei Pakete an, über die ich mich sehr gefreut habe. Bei dem einen wusste ich auch, dass ich es bekomme. Und bei dem anderen wurde ich voll überrascht, weil das von einer Abonnentin von mir verschickt wurde. Ich habe die euch schon mal auf Insta gepostet. Und die hat so ein Small Business und sie hat mir einfach wieder Sachen zugeschickt. Und ich wollte das jetzt mal auf Insta posten, um euch so ein bisschen Inspo zu geben und sie auch so zu supporten. Aber ich dachte mir, ich rede noch mal kurz über den Friseurbesuch von gestern. Ich habe nämlich in meiner Story gepostet, dass ich beim Friseur bin. Und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, was ich mache und was ich verändern lasse. Und dann war ich so,
Hannah ist beim Friseur und voll viel haben geschrieben an, so, change your hair, schneide deine Haare, färb deine Haare, whatever, aber mach was. Und ich habe dann mit der Friseurin gesprochen und sie hat wirklich zu mir gesagt, mach nichts. Das, was ich jetzt geplant habe und wahrscheinlich jetzt auch einen Termin mache, ist einfach, dass ich Face Framing mache, also dass die vordere Partie hier gefärbt wird, damit einfach mein Gesicht so ein bisschen betont wird und damit es halt so ein bisschen Dimension hat und einfach nicht mehr so ganz so langweilig aussieht. Dann habe ich sie gefragt, ob sie mir Stufenschnitt empfehlen würde, weil ich wollte halt immer irgendwie Stufen haben, aber sie hat gesagt, meine Haare würden dann noch mehr an Volumen verlieren und ich will ja eigentlich noch mehr Volumen haben. Und ich habe auch mit ihr über Extensions gesprochen und sie meinte, dass ich dann aber immer darauf angewiesen bin, weil sobald die weg sind, fühle ich mich nicht mehr so wohl, meine Haare fühlen sich noch dünner an, als sie sich jetzt schon für mich anfühlen. Und man muss sie immer wieder hochsetzen lassen. Natürlich ist es auch eine Frage des Geldes, weil es sauteuer ist. Gerade wenn man lange hat und viele hat. Dann habe ich sie noch gefragt, ob sie die färben würde. Und sie war so, sie findet meine Haarfarbe so gut, wie sie ist. Und sie passt so gut zu mir. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich vielleicht Highlights mache. Ich muss sagen, meine Haarfarbe gefällt mir immer so phasenweise. Und manchmal denke ich mir so, es ist mir viel zu dunkel, aber im Sommer wird es halt sowieso noch mal heller. Deswegen mal gucken. Vielleicht wird sie irgendwas bei mir machen. Ich fand es aber sehr, 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 sehr cool, dass sie mir nicht einfach alles angedreht hat. Und deswegen ist auch Hannah zu ihr gegangen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der Salon heißt. Aber wenn ich da bin, werde ich euch mitnehmen und werde euch alles einblenden und sowas. Weil Hannah hat auch gesagt, dass sie so ein gutes Gefühl hatte, weil sie hat Sachen gesagt und die Friseurin hat ihr abgeraten davon. Obwohl, wenn man das ja so rein geschäftlich betrachtet, wäre es schlauer gewesen, wenn sie einfach gesagt hätte, ja okay, machen wir. Sie bekommt mehr Geld oder wie auch immer und deswegen war ich so, okay. Ich verstehe dein Vertrauen und sie hat es mir auch nochmal bestätigt, weil sie mir einfach von so vielen Dingen, die ihr so viel Geld gebracht hätten, mir abgeraten hat. Ich hätte wirklich auch Bock. Aber das Ding ist, es macht auch voll Sinn, wenn man meine Haare jetzt stufen würde, dass die halt voll an Volumen verlieren. Vor allem, wenn ich Extensions drin haben wollen würde für Volumen. Dann könnte man so einen Schnitt reinsetzen, aber dann wäre ich halt auch immer verpflichtet, die Extensions zu behalten. Was ich meine, und ich mag meine natürlichen Haare eigentlich schon gerne. Aber die Farbe geht mir manchmal ein bisschen auf die Nerven und dieser langweilige Schnitt. Also Schnitt, die sind halt wie sie sind. So viel zu dem Haarthema. Ich zeige euch jetzt mal, was ich für cute Sachen zugeschickt bekommen habe. Ich habe einmal von Danielas Essentials, also so schreibt man sie und dann einfach Essentials, oder? Ich glaube, so heißt sie. Ich weiß es aber gerade nicht, ne? Ich werde es euch aber auch nochmal auf Insta zeigen. Sie verkauft so super süße Klammern und sie hat die mir einfach random geschickt und alleine die hier ist schon one of my favorites. Ich habe einfach gesehen, dass sie hier so ein Aquarius-Sign dran gemacht hat und das finde ich so cute. Ich habe das auch noch nie irgendwo gesehen. Und dann eben noch so ein paar in anderen Farben. Finde ich richtig, richtig schön. Und dann habe ich von meiner lieben Daniela von Jackson Jewelry wieder ein paar Sachen bekommen und es hat mich so gefreut. Ich liebe ihren Schmuck. Wirklich so dolle. Ich liebe ihren Schmuck. Ich gebe euch mal einen kleinen Sneak Peek, wobei ich werde euch auch nochmal alles auf Insta zeigen. Das sind genau solche Brands, die ich so gerne unterstütze, weil die sich so viel Mühe geben und einfach so tolle Sachen haben. Das hier war eins meiner Favorite-Teile und zwar ist das so eine Kette mit einfach so einem, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber ihr seht es ja und das finde ich sehr, sehr schön. Dann haben wir hier so bunte Ohrringe, die fand meine Mama auch voll schön, weil das Paket kam bei meinen Eltern an. Dann haben wir hier so zwei Ringe, nochmal so ein Cartier-Look-Alike-Ring. Also falls ihr auf der Suche nach solchen seid, die gibt es bei ihr. Und dann haben wir hier noch so ein richtig schönes Armband und mein Favorite-Piece, was ich unbedingt haben wollte, ist diese Kette hier. Ich habe die auf ihrer Seite gesehen und ich war so, ich muss die haben, weil ihr die mit eurem Initial haben könnt. Und die sieht so schön aus, alleine mit diesen Steinchen und ach, ich finde die so cute und ich bin sehr happy mit den Sachen. Das werde ich jetzt kurz mal abfilmen. Übrigens, ich will niemanden outcallen, aber die Brand hat sich immer noch nicht bei mir zurückgemeldet, obwohl ich denen geschrieben habe und jetzt ja auch schon fast 2 Wochen ist das Ganze her, dass ich mich beschwert habe, dass es kaputt ankam. Ich habe denen jetzt auch mittlerweile schon auf Insta geschrieben, weil das war so teuer, dieses Teil und ich habe so lange gewartet und jetzt kriege ich einfach keine Rückmeldung. Mega. Ich bin in der Küche und dreimal dürft ihr raten, was ich mir zu essen mache. Ich bin extra einkaufen gegangen, damit ich wieder Pesto hier habe. Ich habe so Bock auf Nudeln mit Pesto. Es kann doch nicht normal sein, dass ein Mensch so oft auf das gleiche Essen Bock hat. Also ich habe oft schon auf das gleiche Essen Bock, aber Nudeln mit Pesto, ich esse das in der Woche 4-5 Mal. Das ist doch nicht mehr ganz richtig. Ich sitze jetzt hier und schneide an dem Vlog und ich muss sagen, die Pläne haben sich ein bisschen geändert. Meine Mama kommt jetzt gleich schon vorbei
Und heute Abend gehe ich was Leckeres fooden. Und deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen mit einem beeilen. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat, auch wenn er nicht so lange war. Aber in der Kürze liegt die Würze. Das nehmen wir heute einfach mal als Sprichwort für den Vlog. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder wenn ihr mich einfach supporten wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, was sehr lustig wird. Das habe ich sehr im Gefühl. Wir haben was sehr Cooles geplant. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.